So, meine Freunde, ich habe jetzt einfach mal den letzten Part nochmal neu geladen. Tut mir leid für das Ende des Letztens. Ja, jetzt geht das hier einfach ganz normal weiter. Mit der Cutscene von eben, ohne Soundprobleme. Genießen Sie einfach nochmal in vernünftiger Qualität. Diesmal war ich's nicht, ich schwör's. Der Marshmallow-Mann. Der Marshmallow-Mann, er kann. Pass mal zusammen, Ray. Womit können wir diese billige Süßspeise aufhalten? Ray, wolltest du heute nicht die Installation des Supersperrers beenden? Der Supersperrer? Hört sich ungetestet, riskant und spannend an. Ich bin dabei. Funktioniert er? Auf jeden Fall. Gegen die Untergebenen eines Gottes? Das war nie geplant. Aber theoretisch könnte es gehen. Aber eine Muon-Falle dieses Ausmaßes wurde nie benutzt oder gar ausprobiert. Ah, ha. Und seit wann hält es Leute auf, die es nicht besser wissen? Ja, Mann. Sind wir das Gesundheitsamt? Wir müssen uns erst einen Weg durch dieses Chaos bahnen. Ja, wir kommen hier so nicht durch. Lacht er uns aus? Bewegung! Seine Überreste werden animiert! Oh, Himmelhilf! Der Marshmallow-Mann brütet diese Mini-Mieslinge irgendwie aus sich selbst aus. Tja, das ist echte paranormale Physiologie. Immer etwas, bei dem sich einem der Magen umdreht. Das! Ihr kleine Biester! Dabei sehen sie so verdammt lecker aus. Dabei sehen sie verdammt lecker aus. Ich weiß ja nicht. Hey, leg dich dort da nicht so hin, hör mal. Hey, hier kommt noch mehr Ärger! Oh fuck, der wirft mit Autos! Okay, hat uns den Weg freigemacht. Das ist ja nett. Irgendwo. Mehrere Klasse 5 VBNs im Anflug! Ray, bereite die Muon-Falle vor. Boah. Aktiviere die Muon-Falle. Ah ja, mein Lieblingslied. Muon-Falle aktiviert. Ich hab hier einen. Ich habe leider keine Energie zum Schmettern. Dieser Geist ist so gut wie hin. Ja, wenn hier mal irgendwo eine Falle wäre, da ist eine. Oh, fuck. Hey, hier drüben. Ein bisschen Hilfe? Ja, Hilfe? Oh. Wie wird das gemacht? Ja, wo liegt ihr denn jetzt alle rum hier? Irgendwer? Mal mit etwas gegenseitiger Hilfe. Boah, ich glaube, wir sind auch gleich tot. Pass auf, über dir! Boah, fuck, 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 fuck. Lauf! Ah. Gib's ihm! Und jetzt rein hoch. Jetzt mache ich mit dir kurz einen Prozess, Junge. Oh ja, ich mag den Supersperrer. Wirf alle Geister, die du fängst, auf den Sperrer. Deine tragbare Einheit kannst du vergessen. Hilfe ist auf dem Weg. Tja, wir sehen aber alle recht tot aus. Nein, da lebt noch eine. Gib's ihm! Her, Junge! Achtung! Schnell, mach einen Scan für Rays Datenbank. Lebendig wart ihr schon unheimlich, aber jetzt? Jawohl. Auf den Supersperrer. Komm mal ran hier. Hör mal. Ja. Oh je. Große Seifenknappheit im Jenseits, hä? Gott, New York schon in der ersten Mission komplett zerstört. Ray, kannst du den Wagen mal kurz anhalten? Nein, nicht wenn wir unseren alten Freund einholen wollen. Ich kümmere mich hier um die kleinen Biester. Ich kümmere mich um alle Biester. Gebt ihnen kein Kleingeld, damit ermutigt ihr sie nur. Bankman, wir müssen uns mal über Toleranz unterhalten. Oh, fuck.
Überall kommen hier Viecher. Sehr gut. Wow. So, können wir weiter? Sie was zu scannen? Nö. Wir sind direkt hinter dir, Pete. Oder ist ja auch schon die Polizei. Ich entdecke etwas Bedeutendes. Hinter uns. Was ist das denn? Höre ich da Flügel? Gargoyles. Oh oh. Wir haben aber auch ein Glück hier mit den Geistern. Ergreif ihn und erledige ihn, Sub. Ja, ich versuch's ja. Ich gehe lieber mal auf ihn hier. Muss doch jetzt zu kriegen sein. Interessant. Geister und Gargoyles. Hey, das war ein Spiel. Ghosts and Gargoyles. Haben wir gespielt, als ich im Seminar war. Geister und Gargoyles. Gibt es ein idiotisches Spiel, das du nicht gespielt hast? Hast du deinen achtseitigen Würfel dabei? Da fliegt ein Auto ins Haus. Oh. Du dummer Idiot hier. Pass auf, über dir. Meine Güte, hier ist aber auch Action. Au, das war ein Au. Da. Meine Fresse, ey. Ja, ist klar. Nur keine Aufregung. Nur keine Aufregung. Der Schwierigkeitsgrad ist schon happig. Hilfe! Hilfe! Alter. Ich bin erledigt. Ich bin erledigt. Ja. Ich würde sagen, wir sind alle erledigt. Irgendwie. Meine Güte. Wäre nicht mehr gern, aber das ist ganz schön schwer. Ich entdecke etwas Bedeutendes. Hinter uns. Hinter uns. Was ist das denn? Höre ich da Flügel? Du hast aber ein gutes Gehör. Klasse 6. Mehrere Kontakte. Ergreif ihn und erledige ihn schon. So, den ersten haben wir. Scan den da für den Leitfaden. Deckung suchen! Ein tolles Exemplar. Gut, Leitfaden ist gescannt. Ja. Perfekt! Boah, stirb! Hinter dir! Da rechts! Da rechts? Beweg dich doch nicht so. So ist nett. Interessant. Geister und Gargoyles. Hey, das war ein Spiel. Ghosts and Gargoyles. Haben wir gespielt, als ich im Seminar war. Geister und Gargoyles. Gibt es ein idiotisches Spiel, das du nicht gespielt hast? Hast du deinen achtseitigen Würfel dabei? Du müsst eigentlich zu zweit im Auto sitzen, während hier die Party abgeht, ey. So, ich bleib diesmal bei den Jungs. Das war bis Pittsburgh zu führen.
Ich hoffe mir dadurch einfach ein bisschen mehr. Belebe ihn wieder. So, einer lebt wieder. Der zweite auch. Mann, die machen aber auch Schaden hier, ey. Au! Das war ein Au da. Ich bin dran. Hey, hier drüben. Ein bisschen Hilfe, ja? Ja, sehr gern. Wir sind hier nur am Aufheben. Na warte, Junge. Ich hab ihn. Boah. Hier drüben. Er liegt auch schon wieder. Ich sagte und sage immer noch. Komm rüber da. Oh, mein Strahl ist kaputt. Und du auch noch. Dich kriegen wir auch, Junge. Komm, Junge. Pass auf, über dir. Also einfach ist das Spiel auf keinen Fall. Was sollen wir tun? Zu viel von dem Zeug, um es schnell zu vaporisieren. Verdammt, wo wir endlich ein bisschen Tempo haben. Der Weg durch Manhattan könnte nicht schwieriger werden. Ideen? Also da kommen wir jetzt definitiv nicht durch. Hey, kürzt durch die Gasse ab. Vielleicht können wir Marshmallow abdrängen. Wir müssen einen Weg um dieses Chaos finden. Also entweder du oder Egan, Ray oder Winston. Ich habe allmählich genug von dieser Marshmallow-Parade. Mal sehen, ob wir eine Abkürzung finden. Einverstanden? Bin dabei, Winston. Gespenstisch und frühlingsfrisch. Ja, geht weiter. Geh du voran, Winston. Du machst Scherze, besessene Waschmaschinen. Der Weg hier ist ja noch frei. Wir checken mal, was unser Exometer sagt. Hier ist etwas. Da war etwas. Eine Waschmaschine des Grauens oder was finden wir jetzt? Ey, kommst du da auch noch mal? Ich vermute stark, das war ein Versehen. Also hier. Das sieht nach unserer Chance aus. Der Tankzug verliert überall Benzin. Das ist eine echte Gefahr, Mann. Ich wollte sie erst testen, aber da wir diese Sicherheitsvorkehrung eh überspringen, solltet ihr wissen, dass ich den Neutronenwerfer modifiziert habe, der normalerweise den Partikelstrom freisetzt. Wow, das ist ja wie vorverlegte Weihnachten. Vorverlegt? Weihnachten war in diesem Jahr noch vor Halloween. Der Weihnachtsmann kam als Dracula zu mir raus. Ich glaube, hier gibt's gleich eine Explosion. Ihr Jungs solltet vielleicht zurückbleiben. Ja, wird vielleicht besser. Genau. Zurück. Weit zurück. Damn. Hab ich noch Augenbrauen? Wie immer. Ich sagte weit zurück. Ich war weit zurück. Gut gemacht. Feine Sache, Kumpel. Ja, brennbares Benzin. Wer hätte je daran gedacht? Gegen nochmal zum Supersperrer. Der Hund hat das Memo gefressen. Das ist ein Prototyp, Peter. Erinnerst du dich an dein Memo, dass du zu viele Memos über Prototypen bekommst? Ja, ich habe das Memo geschrieben. Wir haben einen hocherweiterbaren Schnellrotations-Multigeist-Absorbierer angebracht. Schneller und größer als portable Einheiten. Na dann. Ist das gefährlich? Reicht das Ding aus, um den Kerl zu rösten? Okay, okay. Potenzial. Bisher nur marginal. Es wäre also angeraten, mit Fehleinschätzungen zu rechnen.
Also ich bleib hier hinten bei euch, Jungs. Für so einen großen Kerl ist er verdammt leichtfüßig. Dem sollte man ein Glöckchen umhängen. Ich hab zu tun, muss Leute treffen. Kommen wir hier raus? Ein Glöckchen umhängen, natürlich. Oh, tut mir leid, aber du hast mich zu Tode gelangweilt. Bewegst du dich mal? So, ich wollte mal ganz kurz gucken, ob es mal wieder irgendwie was Neues gibt, was wir uns kaufen können. Sprengstahl. Kaufen wir das Ding mal. Okay, danke. Und ich würde sagen, für diesen Part reicht es dann auch erstmal. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part.